Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie zur Wochenmitte wieder mal mit einer Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Mittwoch, dem 28. März 2012. Berg- und Talfahrt, so kann man wohl die Intraday-Bewegung gestern im DAX und auch im Eurostoxx 50 umschreiben. Erst Stärke, dann aber Intraday auch wieder Schwäche von oben aus gerechnet. In der Wall Street war es etwas uneinheitlich, das Bild. Der Dow Jones und der S&P 500 lagen leicht im Minus, der Nasdaq 100 leicht im Plus. Die Atempause in New York sollte man aber bewusst im Kontext sehen. Sie sehen den Chart vom S&P 500. Die jüngere Bewegung war sehr, sehr steil. Gerade erst vor wenigen Tagen oder innerhalb der letzten Tage wurde der höchste Stand bei diesem breiten Marktbarometer gesetzt seit 2008. Also, wenn der Markt mal ein bisschen zurücksetzt, ist das kein Problem, beziehungsweise ist sogar positiv, denn damit wird verhindert, dass der Markt zu schnell heiß läuft. Gestern war die Stimmung bei den US-Verbrauchern ein Thema, eine wichtige Meldung, denn grob 2/3 der amerikanischen Wirtschaftsleistungen entfallen ja auf den Konsumbereich. Die Stimmung ist etwas schlechter geworden. Es gab eine Eintrübung von vorher 71,6 Punkte auf 70,2 Punkte. Aber die Erwartung war sogar noch etwas defensiver gewesen mit 70,0 Punkten. Also das heißt, Stimmungsrückgang, aber immer noch besser als erwartet. Auch bei den US-Hauspreisen in den 20 größten Ballungsgebieten der USA war die Lage nicht so schlecht wie erwartet. Es gab zwar einen leichten Rückgang, nämlich um 0,04% bei diesen Preisen in diesem Betrachtungsrahmen. Die Erwartung war allerdings auch hier noch skeptischer gewesen mit einem erwarteten Preisrückgang von 0,3%. Schwächster Einzelwert im Dow Jones war Bank of America mit 3,32%. Hier gab es eine Herabstufung durch das Analystenhaus Robert W. Baird. Das hänge ich allerdings nicht so hoch und auch dies sollte man im Kontext sehen oder darf man im Kontext sehen, denn die Aktie notierte ja im Dezember noch bei etwa 5 Dollar. Daraus wurden bis gestern etwa 9,60 Dollar und zeitweise im jüngeren Kontext lag die Aktie sogar oberhalb von 10 Dollar. Das heißt hier, temporäre Rückgänge sind völlig normal bei so dynamischen Bewegungen. Das gilt für die Indizes, das gilt natürlich auch für einzelne Aktien. Kommen wir zu Europa. Hier sind Anleiheauktionen von Spanien und Italien recht solider Markt aufgenommen worden. Italien emittierte 24 Monate laufende Titel. Die Rendite sank auf 2,352%. Das ist der niedrigste Renditestand seit November 2010. Italien gelingt es also offensichtlich sukzessiv, wieder Marktvertrauen zurückzugewinnen. Und das ist für den Gesamtrahmen der europäischen Schuldenkrise natürlich eine positive Entwicklung. Kommen wir zu einigen Unternehmen bzw. Aktien, fangen mit Freenet an, bzw. auch Drillisch. Drillisch ist ja indirekt, also mindestens indirekt Großaktionär bei Freenet mit einem Anteil von knapp 22%. Man hält diese Beteiligung über die MSP Holding GmbH. Drillisch nutzt die Gunst der Stunde, um eine Umtauschanleihe zu begeben. Diese Anleihe ermöglicht den Umtausch in Aktien von Freenet. Das heißt, über diese Geschichte könnte Drillisch die Beteiligung etwas herunterfahren. Der eigentliche Clou ist, dass über diese Variante Drillisch sich wahrscheinlich sehr, sehr günstige Zinsen für diese Anleihe wird sichern können. Diese Zinsen werden wahrscheinlich liegen in der Spanne von 2,625 bis 3,375%. Also eine sehr günstige Verzinsung. Und strategisch ein cleverer Schachzug von Drillisch. Das könnte natürlich bedeuten, dass auf mittlere Sicht etwas mehr Freenet-Aktien auf den Markt kommen, aber das hänge ich im Moment nicht so sehr hoch und man sollte daraus auch nicht unbedingt ein Trading versuchen. Ein wichtiges Argument ist und bleibt für Freenet die hohe Dividendenrendite. Insofern bleiben Sie hier einfach dabei. KUKA. Es gab für 2012 erstmals wieder schwarze Zahlen oder man konnte für 2012 erstmals wieder schwarze Zahlen ausweisen seit 2008. Der Überschuss stieg von minus 8,6 auf plus 29,9 Millionen Euro. In diesem Jahr soll es gewinntechnisch weiter bergauf gehen. Man hat sich eine EBIT-Marge von mehr als 5,5% vorgenommen. KUKA ist ja technologisch ein durchaus interessantes Unternehmen als Roboter-Spezialist. Aber über den Zyklus hinweg gesehen macht KUKA doch einen eher etwas schwächlichen Eindruck. Und solche Aktien kann man grundsätzlich schon spielen, aber man sollte die Spielregeln kennen, denn solche Aktien, die einen stark zyklischen Verlauf haben, sollte man grundsätzlich nicht dann kaufen, wenn der Himmel wolkenfrei ist, sondern dann, wenn man glaubt, die Welt geht unter. Das sind dann häufig gerade die guten Kaufzeitpunkte und dann, wenn es wirklich unternehmerisch gut aussieht, das sind häufig die eher nicht so guten Kaufzeitpunkte für solche Titel. Also aktuell gesehen müsste ich hier nicht investiert sein. Kurzfristig sieht die Aktie allerdings nicht so schlecht aus, das muss ich vielleicht noch hinzufügen. Es hat sich ein kleiner doppelter Boden gebildet, also kurzfristig kann die Aktie durchaus auch mal 10, 15, 20% gehen.
Kommen wir zu einer anderen Aktie. Die hatten wir am Frankfurter Börsenbrief gerade in der letzten Ausgabe noch mal etwas vorgestellt. Euromicron, der TecDAX-Aufsteiger. Man hat starke Zahlen vorlegen können. Beim Umsatz hat man sich um 50% verbessert auf 305,3 Millionen Euro. Das EBIT plus 20% auf 24,2 Millionen Euro. Die Dividende wird wohl liegen bei 1,15 Euro je Aktie. Wir hatten hier den Einstieg per Kauflimit bei 20,04 Euro empfohlen. Das ist noch nicht zum Tragen gekommen. Bleibt aber so bitte zunächst bestehen. Gegebenenfalls müssen wir dann hier noch etwas nachadjustieren. Das muss man dann zu gegebener Zeit möglicherweise nochmal betrachten. Praktika hier, ein wenig Kontrastprogramm vielleicht. Hier gab es eine sehr schlechte Zahlenentwicklung in Bezug auf die Ergebnisentwicklung. Die Aktie heute auch recht schwach mit etwa 11,5% Abschlag. Man kam auf einen Fehlbetrag von etwa 554,7 Millionen Euro. Die Restrukturierung haut also voll rein. Der Effekt, etwa 473 Millionen Euro, entfallen auf den Strategiewechsel, auf Rückstellungen sowie Wertberichtigungen. Also es ist groß Reinemachen angesagt. Wenn das Manöver gelingt, kann daraus eine sehr, sehr große Chance werden. Aber das Ganze ist natürlich schon ein schwieriges Manöver und im aktuellen Umfeld für mich eher zu heiß und zu spekulativ, als dass ich hierauf setzen wollte. Pfleiderer ist vielleicht ein weiteres Negativbeispiel. Pfleiderer hat es nicht geschafft. Man scheiterte vor Gericht und musste Insolvenz anmelden. Dem Vernehmen nach hat sich die Unternehmensführung schon länger auf die Insolvenz vorbereitet. Unter diesem Deckmantel der Insolvenz dürfte die Sanierung indes möglicherweise sogar leichter vonstatten gehen. Betroffen ist vor allem wohl die Holdinggesellschaft. Gegebenenfalls werden die Töchter dann einfach ein Planinsolvenzverfahren weiterarbeiten. Die Anleihegläubiger haben also juristisch zunächst mal gesiegt, wenn man so will. Aber ob sie damit auch wirklich einen Sieg im eigentlichen Sinne errungen haben, das ist dann wohl eher eine andere Frage. Auch solche Fälle gehören zur Börse. Und manchmal können aus solchen Restrukturierungsstories, die zunächst ganz knapp aussehen, auch sehr, sehr große Chancen werden. Also Chancen für prozentuale Performances im vierstelligen Bereich. Aber im jetzigen Umfeld und zunächst ist die Fleidra-Aktie natürlich als Pennystock eine Zockeraktie, die hin und her getrieben werden kann. Und sie beteiligen sich daran natürlich nicht. Strateg Biomedical. Positives Kontrastprogramm vielleicht hier zu den eben genannten Unternehmen. Der Medizintechniker lieferte ganz ordentliche Zahlen für 2011. Im Umsatz hat man sich um 14,3% verbessert auf 116,6 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging es ebenfalls rauf, nämlich sogar überproportional um 24,1% auf 21,8 Millionen Euro. Konzernergebnis 16,3 Millionen Euro nach vorher 13,0. Die Dividende wird voraussichtlich erhöht werden um 10% auf 55 Cent je Aktie. Die Aktie ist ja in den letzten Monaten ja nicht so ganz überzeugend gelaufen, wenn man es in Relation setzt zu der Entwicklung des breiteren Marktes. Aber sie ist durchaus einen Platz auf der Watchlist wert, denn daraus könnte in absehbarer Zeit durchaus auch eine Kaufmöglichkeit werden. Also für heute erstmal eine neutrale Linie, zumindest was die konkrete Strategie und Disposition angeht. Kleine Anmerkung noch zu Rational, eine kleine Korrektur auch zum gestrigen Ticker. Die Dividende hatte ich gestern genannt mit voraussichtlich 5,50 Euro oder mit 5,50 Euro. Das stimmt auch. Allerdings ist das keine Steigerung der Dividende, sondern ein Rückgang, denn für 2010 hatte man ja 9 Euro gezahlt, teils auch aus der Substanz heraus. Dies eher nachrichtlich und zur Korrektur. Wir sind angekommen beim Terminkalender. Für heute war angesetzt Informationen zu den Verbraucherpreisen März in Deutschland. Außerdem aus der Eurozone Geldvolumen, Eurozone Februar. Und am Mittag bzw. Nachmittag unserer Zeit dann auch einige Meldungen aus den USA, nämlich um 13 Uhr MBA-Hypothekenanträge für die Woche und dann etwas später und auch noch wichtiger eigentlich die Informationen über die Auftragsentwicklung bei langlebigen Wirtschaftsgütern im Februar bezogen auf die USA. Also hier gerade die letztere Meldung hat durchaus das Zeug und das Potenzial, den Markt auch zu bewegen und stark zu beeinflussen. Abschließend zur Strategie. Der DAX läuft mustergültig, er kommt nicht groß zurück. Das bedeutet, dass Anleger, die immer noch auf einen Anstieg warten, immer noch viel Cash in der Tasche haben sozusagen, nicht so richtig die Einstiegsgelegenheit bekommen und insofern weiterhin potenzielles Kaufinteresse und Kaufpotenzial in Form von Liquidität eben weiterhin am Spielfeld dran steht. Also eine positive Entwicklung, es läuft gut, bleiben Sie also generell auf der Kaufseite, handeln Sie selektiv, ergänzend auch nehmen Sie bitte den Frankfurter Börsenbrief zur Hand. Vielleicht auch schon mal vorab ein Hinweis, lassen Sie sich bitte auch die kommende Geld- oder Briefsendung am Montag nicht entgehen, wo wir auch noch etwas auf diese Märkte eingehen werden.
Dann noch ein anderer Hinweis. Urlaubsbedingt wird es am Donnerstag, also morgen und am Freitag, kein Videostrategietiker geben. Insofern können Sie dann gerne auch am kommenden Montag wieder hereinschauen, hier auch beim Ticker in der nächsten Ausgabe. Das war's für heute. Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Walter Thissen.